Ich werde heute den Audi RS e-tron GT fahren. Ein Fahrzeug mit 646 PS, 830 Newtonmeter Drehmoment. Ein ultra krasser Bomber. Porsche Taycan Turbo. Wir haben in der Overboost-Funktion 680 PS. Heide Witzka. Das schmettert aber auch nach vorne. Es wird auf jeden Fall ein Elektro-Volksfest, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Sowas hat man bei Grip noch nie. Ich bin wirklich gespannt, weil jetzt müssen sie liefern. Wir wollen heute herausfinden, welcher von den beiden Elektroschockern ist tatsächlich der bessere. Vor allen Dingen natürlich auch geprüft auf die sportlichen Gene. Dann ist natürlich auch noch die Frage, sind wir am Ende des Tages überzeugt davon, dass man so einen Elektroschocker in Sportvariante, also einen Elektrosportwagen machen kann? Elektro- und Sportwagen hört sich für mich so an wie veganes Metz. Ist es doch mehr Fleisch oder ist es einfach nur vegan? Hier geht es darum, Sportler, Supersportler oder eben halt ein Elektrofahrzeug. Jetzt bin ich gespannt, was passiert, Leute. Wir werden nämlich jetzt den Klassiker machen, 0 auf 100, aber umgepolt auf die Elektroautos, denn wir wissen ja, dass solche Autos, wenn sie hart drangenommen werden, mal auch einknicken können. Nicht mehr die volle Leistung, abrufbar und so weiter und so fort. Deswegen machen wir nicht einen Launch-Control-Start, sondern 5 hintereinander. Chick-bam. Mein Porsche braucht 3,2, Matthias seiner 3,3. Deshalb, bei 5-mal müsste meiner mindestens 0,5 Sekunden vorne liegen. Weil wir alle Zeiten addieren. Den Punkt gibt es also für das Auto mit der konstanteren Leistung. Das Problem, was natürlich auftreten kann, ist, dass der ganze Antriebsstrang, die Batterien zu heiß werden und dann eben Leistung zurückgeregelt wird. Die große Frage bei den Beschleunigungswerten ist natürlich auch, wie das die Fahrer vertragen. Ne? Weil 3,2 auf 100 ist Achterbahn. Und zwar Vollgas beschleunigen. Es ist so ein unglaubliches Gefühl für den Magen. Das Krasse ist ja, dass die das können, obwohl sie 2,4 Tonnen wiegen. Okay, dann hauen wir doch mal einen raus. Also, wir gehen drauf. Hallihallo, der Wald ist grün. Nix 3,3, 3,127 ist der erste Wert. 3,029, also wir waren schneller als Porsche angibt. Oh. Ein Müh ist der Porsche besser. Und wir legen direkt den dritten Start hin. Wir wollen ja wissen, verändert sich was? Alter, der wird schneller. 3,068. Alter. Okay, diese Zeit war jetzt 3,03. Start Nummer 4. Junge! Alter Schwede, das ist wirklich immer dieses Mühe, dieses. Die eine Motorhaubenlänge ist ja vorne. Eine Motorhaubenlänge. Also wieder 3,1. 2,96. Das erste Mal unter 3. Wieder 3,1. 3,1,0. Unfassbar. 5-mal hintereinander Werksangabe unterboten. Es ist eine spaßige Nummer. Die Werte aller 5 Launch Control Starts addiert ergeben beim Porsche eine Zeit von 15 Sekunden. Der Audi benötigt in Summe 0,5 Sekunden mehr für die aufeinanderfolgenden Sprints. Konnte es nicht. Ich habe auf Versehen Gas gegeben das und dann glaub ich ja, ja. Hat er sich gedreht und dann war da ein Donut. Ja, das habe ich so weit mitbekommen. Aber gut, um das ging es jetzt nicht. Alter, was haben diese Dinger für eine verdammte Power? Richtig krasse Nummer, 0 auf 100 mal 5. Was man vom Fahren her sagen kann, ist eigentlich irgendwie Zeitenunterschied. Also gibt es eigentlich fast keine. Gibt's nicht, genau. Dass man sagt, ach, die Batterie wird matt oder sowas. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Zeiten, Niki. Gut, wir rechnen zusammen.
Also 16,5 wäre meine Werksangabe gewesen. Also 3,3 mal 5. Mhm, genau. Sind 16,5. Und ich sollte 0,5 drunter sein. Aber unsere Autos waren ja schneller. Legen wir die Karten auf den Tisch. Wenn du schneller warst als 15,5, dann hättest du gewonnen. Ich war exakt 15,5. Nein! Doch! Nein. Und du? Ich 15,0. Du bist 15,0. Ja! Yeah. Also exakt der gleiche Abstand. Also sie sind beide gleich schnell schneller. Unglaublich. Als die Werksangabe. Gleichstand auf jeden Fall. Ganz mal. Genau. Das ist schon mal ein toller Abend. Jeder kriegt einen Punkt. Somit steht es 1:1. Denn beide Fahrzeuge hatten keinen Leistungseinbruch während der 5 Launch-Control-Starts. Und jetzt geht's darum, was machen wir heute noch so? Genau, wir haben 3 weitere Challenge. Mein absolutes Highlight ist die schnelle Runde. Das ist einfach so. Ja, ich weiß jetzt nicht vom Gewicht her. Mich interessiert natürlich auch, wie sparsam kann man mit den Dinger fahren. Deswegen Autobahnrunde. Das interessiert dich, oder? Wie sparsam? Das ist es. Ja, man muss jetzt mal wirklich schauen, was du interessierst dich nur dafür, wann sie einknicken. Oh, guck mal hier, genau. Mit dem kann man nur 250 Kilometer fahren. Genau. Das interessiert dich. Immer den Finger in die Wunde legen beim Elektroauto. Das ist dein Ding, ne? Dann lass uns das gleich mal als erstes machen. Los, los geht's. Bitte komm, los. Abfahrt. Der Audi RS e-tron GT leistet in der Spitze 646 PS, V-Max 250 km/h. Maximal 472 Kilometer weit rennt er nach praxisnahem WLTP-Prüfzyklus. Testwagenpreis? Gut 180.000 Euro. Der Porsche Taycan Turbo legt noch einen drauf. Mit maximal 680 PS ist er bis zu 260 Sachen schnell. Laut WLTP-Messverfahren schafft er bis zu 452 Kilometer mit einer Akkuladung. Testwagenpreis? Rund 195.000 Euro. So, jetzt geht's mal ums Tanken, Niki. Ja, aber beschleunigen können sie doch beide. War doch recht spaßig, oder? Sehr, sehr gut. Also es ist einfach ein Wahnsinn. Wenn du drin sitzt, lautlos, haut sich da nach vorne. Ja, richtig heftig. Aber wir müssen ja wieder nachladen. Das hier ist ein 300 Kilowatt Charger. Da kommen meistens nicht 300 raus. Aber was krasses, maximal feuern die von den 300 270 Kilowatt da rein. Die ganzen anderen Autos, was weiß ich, was können sie? 100 kW, 120 vielleicht, 270 ist ein richtiges Pfund, Alter. Und dauert, keine Ahnung, von 10% auf 80%, halbe Stunde ungefähr. Kommt drauf an, was aus der Säule rauskommt, wie das Auto vorgewärmt ist und so weiter und so fort. Und wie viele noch kommen. Also ich lenke die Leute jetzt draußen ab. Umleitung. Nein, brauchst du nicht. Alles gut. Wir haben ja jetzt unsere Kabel drin, deswegen das läuft jetzt so. Was wir jetzt machen, wir werden sportlich damit fahren, weil das sind verdammte Sportwagen. Genau, also nicht so wie viele Elektrofahrzeuge, die wohl immer rechts dann fahren irgendwie. Wir müssen den Schnitt auf exakt 130 km/h fahren und am Ende zählt, wer hat weniger verbraucht. So einfach, wie es sich anhört, wird es nicht sein. Genau, am Ende wissen wir auf jeden Fall, welches Fahrzeug verbraucht weniger. Genau. Und das ist das, worum es geht. Genau. Und derjenige kriegt den Punkt. Los geht die Reise, wir haben genullt. Auf geht's in die Durchschnittsverbrauchsfahrt. Was ist unsere Aufgabenstellung? Ganz einfach, wir werden jetzt eine Stunde lang mehr oder weniger ziemlich Vollgas fahren müssen, damit wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern schaffen. Ja? Wer ein bisschen öfter auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, der weiß, dass das schwer zu schaffen ist. Der Durchschnittsverbrauch vom e-tron liegt tatsächlich unter dem des Porsche. Er beläuft sich auf 21,55 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Interessante Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man 130 fährt, ist ja so die Richtgeschwindigkeit, was unsere Elektro-Supersportler dann eigentlich für einen Verbrauch haben. Vom Normalverbrauch her ist es so, im Durchschnitt braucht meiner 24,75 Kilowattstunden. Beide Fahrzeuge besitzen einen Range- bzw. Efficiency-Modus. Der Topspeed ist dann auf 140 km/h begrenzt, um den Verbrauch möglichst niedrig zu halten. Ich fahre 150. Guck mal, wie sich das entwickelt. Das Problem ist, ich muss mir so ein bisschen ein Polster verschaffen. Falls gegenüber auf der anderen Seite mal eine Baustelle ist und du musst da 80 fahren, da geht die Durchschnittsgeschwindigkeit rapide in den Keller. Nein, 120! Ich will nicht 120! Das ist nicht gut. 100 ist noch schlechter. Deshalb schnellstmöglich umdrehen. Und sofort wieder auf die Bahn. Und was sagt uns das?
Nur eine Wende sind 3 km/h im Schnitt, was es runterhaut. Jetzt haben wir den Durchschnitt auf über 130. Das heißt, jetzt kann ich langsam anfangen, ein bisschen die Geschwindigkeit zu reduzieren. Rekuperation kann ich hier verstellen an den Pedals am Lenkrad. Allerdings ist natürlich auch, wenn du das Bremspedal benutzt, werden nicht sofort die Bremsbacken angelegt und die Bremsbeläge schleifen auf den Scheiben und verringern so das Tempo des Fahrzeugs, sondern es wird tatsächlich über die Rekuperation, also sprich der Motor, wirkt dann umgekehrt und lädt die Batterie auf. Nur für ganz, ganz wenige Bremsvorgänge werden wirklich die Bremsbeläge benutzt. So, ich fahre jetzt 20 Minuten. Mein Verbrauch ist erstmals unter 30, 29,9 Kilowattstunden. Aber wie lange wird es brauchen, bis es runtergeht? Mein Schnitt ist auf 131 jetzt. Und eigentlich können wir jetzt mal ein bisschen anfangen zu sparen und zu haushalten, damit wir auch nichts herschenken, ne? 29,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. 50 Minuten sind um. 110 Kilometer sind gefahren, Durchschnitt 130. So und nicht anders. Ich habe so ein bisschen Schiss vor Nikis Ergebnis, weil der Niki ist ein Effizienzhorst. Sämtliche Heizungssachen aus, brauchen wir nicht. Eine Stunde, 130 Kilometer gefahren, Durchschnitt 130 km/h. Schnitt ist 131, aber mein Verbrauch? Liegt Niki über oder unter dem Durchschnittswert von Matthias? So. Jetzt sind wir mal gespannt, oder? Also das war flott, aber es war noch relativ einfach, weil die Autobahn einfach so komplett leer war. Genau, es war eine Hilfe, aber irgendwann muss man auch wieder umdrehen. Das heißt, Geschwindigkeit wieder runter, an der Kreuzung stehen bleiben. Du denkst dann, nein, die Zeit läuft. Ja. Und du siehst wirklich, wie es wieder runterzählt. Ja. Jetzt kommt ja die erste Hürde, haben wir den Schnitt geschafft. Ich habe satte 131. Ja? Ich habe genau 130. Also das heißt, ihr habt sogar noch ein bisschen mehr drauf drückt. Ja, ja. Also könnte es sein, dass ich deswegen ein bisschen mehr verbraucht habe. Aber nichtsdestotrotz, ich war ganz sanft, wie ein Kätzchen. Also, ich habe verbraucht 28,7 Kilowattstunden. Was? 28? Ja, ja, da habe ich weniger verbraucht. Ich habe weniger verbraucht. Was? Ja, ich habe 27,8 Kilowattstunden. Also weniger als wie du. Das heißt schon mal, ich habe die Challenge auf jeden Fall gewonnen. Ganz kurz überschlagen, habe ich einen Mehrverbrauch von 33%. 33? 33? Das ist ein Wahnsinn. Na ja, hier, da weißt du ja, Gasfuß. Ja. Und ich habe satte 12,3% bloß mehr gebraucht. Die Abweichungen beziehen sich auf den gemittelten WLTP-Verbrauch. Jo, Niki, das ist dein Punkt. Genau, 2-1 für mich. Ist doch jetzt egal. Ja, was? Ja? Du kriegst den Punkt, herzlichen Glückwunsch. Und wir machen weiter, und zwar mit einem Quiz. Den Punkt habe ich, glaube ich, braucht. Quiz ist nicht so meins. Aber nichtsdestotrotz, Abfahrt. Gestartet wird im Solarpark Laten. Bei diesem Quiz stellen wir das Wissen von Matthias und Niki in Sachen erneuerbare Energien und E-Mobilität auf den Prüfstand. Quizfragen, die man eigentlich gar nicht wissen kann. Da wollen wir erstmal abwarten, ne, ob ich das nicht vielleicht doch weiß, die Antworten. Aber wie ich euch so kenne, wird es wahrscheinlich doch dann sehr, sehr schwierig werden. Letzten Endes können wir beide, der Niki und ich, da nur blöd bei aussehen. Aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr lustig dann. So, wenn es am Haus ist, ich flasche da rundherum, ich ziehe Wände auf, ich baue Sachen aus Holz. Aber in Sachen Elektro, da hole ich mal jemanden ins Haus, der das kennt. Also da habe ich eindeutig Mut zur Lücke. Ich hoffe, dass es nicht zu speziell ist. Vielleicht kann ich ja über Glück punkten. Also wo wir hier auf jeden Fall sind, ist schon mal, wo grüne Energie hergestellt wird. Brauchen wir noch eine Frage dazu? Ja, eine Frage brauchen wir. Die Fragen kommen diesmal tatsächlich von unserem Redakteur Martin. Der hat sich das Ganze ausgedacht. Und ich bin jetzt schon gespannt, was da für Fallen auf uns warten. Wie lange muss die Sonne auf die Photovoltaikanlage scheinen, damit ihr jeweils mit euren Autos 100 Kilometer weit kommt? Ausgegangen wird von einem Mittelwert, den die Anlage im Juli 2020 produziert hat. 100 Kilometer. Also ich hätte es im Oktober hätte es gewusst, aber jetzt weiß ich es natürlich nicht. Wie groß ist das hier? 5 Hektar. 5 Hektar. Euer Tipp, bitte. Aber mit aufschreiben, ne? Ja. Nicht, dass du dir dann bescheißt. Du bist der, wo immer voll bescheißt. Hey, ihr habt da 0,0 Ahnung. Ich auch nicht, aber ich habe eine Idee. Ey, ich weiß doch gar nichts.
Das ist eine absolute Schätzfrage. Nee, ich bin gerade am Rechnen. Also ich rechne erst gar nicht, da ist mir mein Hirnschmalz. Hör mich bitte nicht, ich kann nicht rechnen, wenn du redest. Wenn der wirklich das errechnet, dann flippe ich aus. Das kann also gar nicht gehen, das 20. kann gar nicht sein. Okay, ich hab was. Ich hab auch was. Hast du was aufgeschrieben, ja? Ja. Zeig her. Ich sag 4 Minuten. Ich sag 5 Minuten. Ja, das ist also. Das ist schon mal gut. Für mich persönlich ist es eine Riesen. Noch weniger. Nein, für mich ist eine Riesenfreude, überhaupt nicht so weit wegzulegen. Egal, ob ich gewonnen habe oder nicht. Ich habe mich nicht blamiert. Ich bin sehr zufrieden. Vielleicht haben wir uns beide blamiert, Niki. Ich glaube, es ist noch weniger. Ja, ihr seid gar nicht so schlecht. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich tippe. Aber beim RS e-tron GT sind es 2 Minuten 55. Und beim Taycan 3 Minuten 20. Damit ist Matthias näher dran. Gerne. Gerne. Den Punkt gebe ich dir gerne. Ist leider kein Punkt, das ist nur die erste Frage. Ja, das ist nur egal. Eine Frage. Das ist nur eine Teiletappe bis zu meinem Sieg. Puh, okay, so schlecht bin ich gar nicht. Wer bei der Mehrzahl der 5 Schätzfragen näher an der Lösung liegt, holt sich den Punkt fürs Elektroquiz. Wie viele Umdrehungen erreichen die Rotoren eurer Elektromotoren, wenn ihr die maximale Leistung abruft? Wieder eine sehr, sehr gute Frage, Niki, oder? Ja. Dann würde ich sagen, die Drehzahl liegt bei 23.539. Boah, also ich hätte jetzt keine 20.000 gesagt. 19.840. Also, Auflösung? Beim Audi sind es 16.000 Umdrehungen, beim Porsche 16.500. Oh. Gleichstand nach 2 Fragen. Ab zum Umspannwerk Dörpen West. Wie oft ließe sich der Akku eurer Autos vollladen mit der an einem Tag an diesem Umspannwerk verarbeiteten Leistung? Muss ich kurz ausrechnen? Ja, ganz klar. Tipp: Das Umspannwerk verarbeitet den Strom aus den Offshore-Anlagen der Nordsee. Und das waren im Jahr 2020 22,76 Terawattstunden. Das, was er heute durchgeschleust hat, wie oft ich dann davon mein Auto aufladen kann. Ja, 2-3 Mal. Ey, was stellst du uns hier für Aufgaben? Also das ist wirklich schon sehr, also ich wüsste jetzt nicht einmal wie oder was. Also ja, das kann nicht mal der Alex Bangula ausrechnen. Ja, der weiß wirklich alles. Das ist nämlich unser Elektroguru und der weiß alles. Ja, Kilowattstunden, Terawattstunden. Terawatt ist wohl ein bisschen mehr als Kilo. Ein Terawatt entspricht 1 Milliarde Kilowatt. Unvorstellbar. Zur Erinnerung, die Akkus der Autos sind jeweils 93,4 Kilowattstunden groß. Ja gut, schätzen wir halt mal, oder? Ich höre jetzt einfach was 2,5 Millionen Mal. 2,5 Millionen Mal? Ja. Da liegen wir ausnahmsweise mal nicht so nah beieinander, nämlich relativ weit auseinander. Ich habe gesagt 200 Mal. 200 Mal bloß. Also jetzt wird es für einen Quizmaster schwieriger herauszufinden, wer näher dran ist. An einem Tag könntet ihr ein Auto 667.167 Mal aufladen. 600.000 Mal? Damit bist du näher dran, Matthias. Bin ich näher dran. Gratulation für dieses Allgemeinwissen. So macht doch Elektromobilität Spaß mit solchen Fakten. Auf geht's, nächste Runde. Wie viele einzelne Batteriezellen enthält euer Antriebsakku? Ich sage jetzt einfach eine Zahl. 36, egal was ist. Okay, ich sag 600. Antwort ist 396. Damit ist der Matthias näher dran. Auf zur 5. und letzten Frage. Matthias, wir sind ja von Windkraftanlagen umzingelt. Ich glaube, es geht jetzt um Windkraft gleich. Das könnte es sein, aber wir brauchen jemanden, der das Ganze managt. Und das macht die Miriam. Und ich denke mir sicher, du hast eine Frage, ja? Ja, das habe ich. Aber mach mal ein bisschen einfach. Ein bisschen wenigstens, ein ganz kleines bisschen wenigstens. Okay, wie oft muss diese Anlage drehen, um euren Akku einmal zu laden? Boah, das ist aber eine sehr, sehr gute Frage. Es kommt ja ganz drauf an, Miriam, wie stark der Wind ist. Ganz genau. Ich kann genau sagen, was wir aktuell für eine Windgeschwindigkeit haben, wie viel Umdrehung pro Minute sie macht und wie viel kW quasi oder Kilowattstunden pro Umdrehung erzeugt werden. Wie oft muss er sich drehen, bis wir quasi 93,4 Kilowattstunden da drin haben? Auf der Uhr haben, ja. Also ich schreibe was auf. Ja, was auf. Hast du schon was aufgeschrieben? Ja. Ich habe mich von der Uhrzeit hier jetzt inspirieren lassen. Ja. Das ist ja eine Schätzfrage. Also es ist nach 12, deswegen habe ich 12 genommen. Ich habe 3.
Sehr falsch. Sehr falsch. ja, also wir haben 8 Meter Wind aktuell. Das heißt, dass sie 15 Mal pro Minute sich dreht. Das heißt, wir brauchen aktuell 75 Umdrehungen. 75 Umdrehungen? Da bist du auf jeden Fall näher dran. Bin ich näher dran. Vielen herzlichen Dank. Also Niki, damit steht fest, ich gewinne diese Nummer mit 3-2 gegen dich. Okay, nichtsdestotrotz, es ist so wie es ist. Eine Gratulation an diesen tollen Audi, der dir diesen Punkt gebracht hat. Ehrlich, toll. Auf geht's, nächste Challenge. Und da ist der Ausgleich, Niki. Yes! Nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt geht's auf die schnelle Runde. Da müssen sie liefern. Es ist natürlich eine harte Sache. Sie haben einiges an Gewicht. Die Reifen werden wirklich ins Schwitzen kommen. Es ist angerichtet, mein lieber Niki. Genau, schnelle Runde ist angesagt. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was können unsere Elektroraketen auf einer Rennstrecke? Showdown auf dem Racepark Meppen. Der Kurs misst 2,1 Kilometer. Es lauern enge Wechselkurven und eine Steilkurve. 646 gegen 680 Elektro-PS. Die absolute Königsdisziplin. Ja. Du hast mehr Leistung, bisschen weniger Gewicht, also dein Auto. Und jetzt geht's ums Ganze. Die große Frage ist, wie machen die Bremsen mit bei der Keramik? Aber normalerweise dürfte nichts passieren. Nichts dürfte einknicken, die Dinger liefern. Karten sind, glaube ich, sehr, sehr gerecht verteilt. Beide über 600 PS. Beide haben Allradantrieb. Ich bin wirklich gespannt, weil jetzt müssen sie liefern. Wenn ich fange immer ich an mit dem Fahren und jetzt fährst du hier als Erster. Steig ein, Niki. Ich mach dir ausnahmsweise mal die Tür auf. Danke. Für mich dieser sportliche Sound, den hat er. Also das hat er wesentlich mehr als der Porsche. Also grundsätzlich muss man schon sagen, dass er leichte Tendenz zum Untersteuern hat, was grundsätzlich einfach, glaube ich, an dem Gewicht liegt. Ja, das ist einfach, das schiebt und schiebt und schiebt und baut er einfach sicherheitsmäßig über die Vorderräder ab. Ich glaube, das spürst du auch. Ja, ja, genau. Bremse ist sehr schön dosierbar. Ja, es geht, siehst du, wie der Niki sich bewegt. Und bam, 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 das reagiert sofort. Genau. Und dazu ja auch noch Rekuperation und alles, was er mitmacht. Also das muss man erstmal so abstimmen. Richtig. Und das ist sehr schön. Und jetzt werde ich dir mal eine schöne Runde dahin zimmern. Da gucken wir am Ende mal, was dabei rauskommt. Bin sehr gespannt, weil bei einem Auto von 2,4 Tonnen ist halt einfach, da kannst du eine so eine Runde fahren und danach sind die Reifen zu heiß. Die Kraft ist wirklich wahnsinnig krass, also wirklich richtig schön. Aber da ist das Untersteuern zu heftig. Das ist einfach zu krass. Der fehlt viel zu weit. Hier auch wieder. Ich habe voll eingelenkt und das Auto fährt geradeaus. Was ist da? Erstes Ruppeln über die Vorderachse. Erstes Ruppeln über die Vorderachse. Das ist nicht cool, ganz ehrlich. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass du halt einfach. Ah, aber unterhaltsam ist es. Ich kann nur sagen, es ist sehr unterhaltsam. Was ist denn das denn? Also übersteuern finde ich ja gut, aber dieses nicht endende Untersteuern. Hallo! Kurven fahren! Jetzt! Okay. 16506. Okay. Das ist nicht schnell. Aber es ist krass, wirklich, du hast viel zu viel Leistung für das, was die Reifen übertragen können. Also es hat nichts mit Sport zu tun, ganz ehrlich. Und zwar gar nichts. Das tut mir wirklich leid. Ich hätte es wirklich mega gefunden, wenn dieses Auto nicht nur geradeaus fahren könnte. Aber seid mir nicht böse, aber das Auto kann mehr oder weniger nur geradeaus fahren. Alles andere mag er nicht so gerne. Ja. Oh. Ja. Also ich sag mal so, ich glaube, die Außenstehenden haben gemerkt, dass es eigentlich gar nicht aufhört zu quietschen. Es quietscht die ganze Zeit und das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, muss man leider sagen, weil das Auto die ganze Zeit rutscht. Ja, ein bisschen ernüchternd würde ich jetzt bisschen sagen. Ernüchternd, vor allen Dingen, weil das Auto halt so extrem gut abliefert beim Beschleunigen, bei der Längsbeschleunigung. Auch im Alltag, das Kurvenfahren im Alltag ist super. Du sitzt da drin und denkst dir, wow, Alter, ich habe so ein scharfes Gerät unter dem Hintern, das ist sensationell. Aber hier
zeigt sich halt tatsächlich, dass dieses Gewicht nicht wegzudiskutieren ist. Und dass es auch so grundsätzlich relativ wenig mechanischen Grip gibt bei diesem Fahrzeug. Aber Kurven fahren mag er nicht. Die große Frage ist, kann der Taycan das besser? Genau. Ich hoffe jetzt mal, weil also ich hätte ja gedacht, dass beide das relativ gut können. Aber wie lange kann es er? Also wir werden es rausfinden. Und Zeit war 1:16:506. Da sind wir hier mit ganz anderen Autos schon ganz andere Zeiten gefahren. Ja, das ist wirklich das Überraschende. Okay, Niki, dann erzähl doch mal. Bremsanlage ungefähr gleich, Leistung ungefähr gleich, Gewicht ungefähr gleich und der Konzern ungefähr gleich. Also es ist jetzt, von dem her glaubt man ja wirklich, wie? Frage ist, gibt es eine andere Fokussierung hier beim Taycan auf wirklichen echten Sport? Dann schauen wir doch. Niki, viel Spaß. Danke, I try to enjoy. Bremsen, Einlenken, viel besser. Jetzt haben wir aber auch schon ein bisschen untersteuern. Ja, ja, aber das ist ja, das quietscht ja nicht mal. Alter. Oh ja, ja. Oh yes. Der kann's. Das ist ein Sportwagen. Also es ist vom Lenkpräzisen her. Dürfen wir das gar nicht irgendwie vergleichen? Der fährt die Kurve. Meiner fährt keine Kurven. Wahnsinn. Alter, jetzt bin ich gespannt auf die Zeit. Ohne Quatsch. Da bin ich richtig gespannt jetzt. Niki, volle Konzentration. Noch mal letzte Kurve hier. Ich bin ultra gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Trommelwirbel. Ich weiß von nichts. Ich traue mal sagen, dass ich wahrscheinlich schon so vielleicht eine Sekunde, vielleicht wahrscheinlich besser war. Gefühlt war das eine Demonstration einer Fahrdynamik. Das ist unfassbar. Diese beiden Autos sind so unterschiedlich, wie ihre Grüns ähnlich sind. Wer will die Zeit gucken? Willst du gucken oder ich? Ich schau doch mal. 1:16:506 hat der Audi vorgelegt. Und der Porsche Taycan hat es gemacht in 1:14.993. Unfassbar. Das sind jetzt nicht Welten, was die Zeit anbetrifft. Genau. Aber es fühlt sich um Welten besser und schneller an. Und sicherer. Niki, sensationell gefahren. Muss ich leider neidlos anerkennen, Niki. Weltklasse abgeliefert. Danke. Würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Siegerehrung, Niki. Und somit geht der Sieg an den Niki Schelle. An den Oberstecker. Ja, genau. Du kriegst den Oberstecker. Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich sage vielen, vielen Dank. Ich darf nämlich ab sofort mit dem laden und der Matthias bekommt den zweiten Preis. Du darfst dich weiterhin mit dem kleinen vergnügen. Oh, come on. 3 Tage später kam auch Herr Malmedy wieder zu Hause an. Ja. Wir werden sehen, was ist. Ich musste sagen, es hat mir schon viel Spaß gemacht. Aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Also er kommt schon näher an Matt dran als der, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so ein bisschen vegan ist er schon trotzdem. Komm, wir gehen uns ein Mettbrötchen holen. Alles klar.